Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Obscure Teil 2. Den ersten habe ich vor kurzem erst abgeschlossen und ihr habt euch gewünscht, dass ich den zweiten mache, dann mache ich das natürlich. So, es gibt wieder einen Zweispieler-Koop, der leider nur lokal ist, ansonsten hätte ich mir da jemanden geschnappt, mit dem ich das zusammen durchziehe. Aber so muss ich halt leider die bittere Pille nehmen und starten. Sie starten das Spiel im Einspieler-Modus. Durch Drücken der Enter-Taste kann ein zweiter Spieler jederzeit das Spiel betreten und die Kontrolle über ihren Teamkameraden übernehmen. Das ist schön. Intro. I always thought that urban legends were fairy tales. But 2 years ago, I attended Leafmore High, an old and respected educational institution that was run by the Friedman brothers, Leonard and Herbert, twin brothers that had specialized in experimental botany. Life was beautiful then, and I remember so many good times with my friends Ashley, Josh, Kenny, and Shannon, until Herbert Friedman decided to use the students as guinea pigs for an experiment that would save the life of his diseased brother Leonard. All of us were infected with mutated spores that Friedman released into the air. To survive, we had to kill our teachers. After that night, I did a lot of bad stuff and ended up in prison, but I served my time without protesting. I'm out now, and I just want to forget about Leafmore and everything that happened there. Okay, I'm coming with you. Alles klar. Also Stan ist in den Knast gekommen. Boah, sieht das hier aus, Alter. Schweden, du. Boah, was ein Saustall. Naja, auf jeden Fall, es scheint wohl neue Protagonisten zu geben. Habe ich mir aber auch schon gedacht, irgendwie. Und, das sind wohl zwei davon. Was haben wir denn hier? Mein Büro. Ich liebe Durcheinander. So bin ich eben. Ja, das ist... Man kann durch das Fenster den Garten des Campus sehen. Liegen da Papers und Zigaretten, sag mal. Die sind ja nur am Feiern scheinbar, ne? Ja, ja. Was haben wir da? Na gut, machen wir mal die Tür auf. Aha. Give me my camera! I'll get you the tape later, man. I don't wanna see you on it. Open up, piece of crap. Irgendwie erinnert mich das sofort so ein bisschen an Bully, ne? Wisst ihr noch? Bully. Suche Schlagzeuger für Rockband. Gute Schlagzeugkenntnisse, langes Haar und eine außergewöhnliche Toleranz hinsichtlich Alkohol erforderlich. Guck mal, die haben sogar eine Ramp hier stehen. Alter Schwede. Ja gut, so eine Mini-Ramp. Ist fast mehr ein Kicker, aber... Zu verkaufen, Limited Wagon Model 1975. 300.000 Kilometer durchschnittlicher Zustand, jedoch mit breiten Rücksitzen, die für kreatives Turnen, egal wo und wann geeignet sind. Säubern erforderlich. Preis auf Verhandlungsbasis. Ernsthaft, das würde ich nicht kaufen, das Teil. Das ist ja lecker. Okay. Oh, was zu trinken? Ein Automat. Das ist meine Schuld, dass er außer Betrieb ist. Na super. Tür ist blockiert. Alter Schwede, sieht's hier aus. Das ist ja ein richtiger... It's not just a physical thing, really. Nein, ich will dich nicht nur flachlegen. Was haben wir da? Suche Damenmodelle. Alter 18 bis 25 Jahre für einen Amateur-R&B-Clip am Schwimmbad des Studentenheims. Das technische Team ist komplett. Bewerbungen werden für diese Position nicht akzeptiert. Suche auch ca. 30 Gramm Goldanhänger und Ketten. Kilogramm. Ja. I'm gonna kill that bastard. He's blocked the door. Ist das dunkel hier? Das ist ja abnormal dunkel, wirklich. Okay, du stehst da zwar nur rum und telefonierst, aber ist okay. Was haben wir hier? Zum 200-jährigen Bestehen der Delta-Theta-Gamma-Bruderschaft wird eine große Party auf dem Gelände in der Nacht vom 23. Februar stattfinden. Begrenzter Zutritt aufgrund limitierter Alkoholressourcen. Gäste werden an der Tür von unserem Türsteher, je nach dessen Laune, eingelassen. Kommt früh oder ihr werdet die größte Party eures Lebens versäumen. Sogar eine Bierpyramide mit Schutzkegeln, dass da keiner gegenrennt. Alter, ihr habt echt nur Mist im Kopf.
Es ist alles so klischeebeladen hier, aber irgendwie auch ganz lustig, finde ich. Nach dem tragischen Tod unseres Coaches während dem letzten Spiel der Fall Creek Pitbulls suchen wir baldmöglichst einen neuen Trainer, sodass wir die Cordells Helldogs in der nächsten Saison zu Kleinholz verarbeiten können. Cordell. Empfindliche oder leicht depressive Typen brauchen sich nicht zu bewerben. Details beim Sportkomitee auf dem Campus. Geronimo. Verschlossen. Verschlossen. Okay. Alles klar. Die Fansrooms around here. We're in for quite an evening. It's gonna be great. Bevor es jemand sagt, Leute, ich will nur wieder anmerken, so wie auch beim ersten Teil, es gibt leider keinen Schieberegler. Ihr seht es, es gibt eigentlich überhaupt keinen Schieberegler für den Sound. Also ich habe wirklich nur eine Soundspur. Ich kann weder die Stimmen lauter stellen, noch den Hintergrundsound leiser machen. Ich weiß es, dass die Stimmen sehr leise sind. Ihr braucht mir das nicht jeden Part zu sagen. Zur 200. Jahresfeier organisiert Delta Theta Gamma ein großes Rockkonzert im Lincoln-Stadion. Feiereintritt, kostenlose Drinks. Kommt. Ja, also ich kann es leider nicht ändern. Ich werde wahrscheinlich auf Kosten meiner Verständlichkeit alles ein bisschen lauter drehen. Und wenn es laut ist, hört man mich eben nicht mehr so gut. Aber das muss ich halt in Kauf nehmen. Ich will es nur sagen. Oh. Come in, come in. Here, smell this. It'll melt your nostrils. Wow, what's in there? Everyone on campus has been making tea with this flower for a month. It's time we tried it. Hey, neighbors. Hey! Kenny, what are you doing? Great, my sister. Come over here now. I'll see y'all at the party. Weird family. Do you think they'll let us into the Delta Theta Gamma party? It's really exclusive. If you're with me, it won't be an issue. Ja, schön die giftigen Sporen reinziehen, ne? Das war doch eben Kelly und Shannon. What the hell am I doing here? Okay, die müssten das doch eigentlich wissen mit diesen Sporen, oder? Warum zieht sich dann Kenny erstmal dick das Zeug da in die Nase? Also ich weiß ja nicht, die sind irgendwie ein bisschen bekloppt immer noch. Ja, es ist halt so, die sind alle ein bisschen bescheuert. Was, wo bin ich denn, wo muss ich hin? Ist hier weiter? Nee. Es ist so dunkel, Leute, ich hab... Also, ich kann es ja auch nicht heller stellen irgendwie. Ist, glaube ich, schon recht hoch. Oh. Was ist denn das? Ein Schläger. Wie kann ich damit... Ach so, mit der R-Taste. Letztes Mal, also im Teil 1 ging es noch mit A, aber hier kann ich mit A gar nichts machen. Was mache ich denn so? Habe ich keine Taschenlampe? Mann. Mann, ey. May? Denn? May, what's going on? I don't know. What is that place? Oh. Sven had better not be playing tricks on us. Okay. Oh Mann, ist das dunkel hier, ich sehe gar nichts. Oh, was ist das? Da wackelt irgendwas. Achso, die kann ich... Ja. Was sind das für Geräusche? Mann, Leute, ist das gruselig. Ich find's echt schon ein bisschen gruselig hier. Oh, Alter. Alter Schwede, was ist das? Hier liegt Mei Wang, who only loved her sister because it was like looking in a mirror. Not true. I love her as a person. Uh-huh. Here lies Corey Wilde, who lived in anger and died because of it. Who wrote this crap? Huh? Who? Uh-huh. Also er ist Corey, sie ist May. So viel ist schon mal klar. This is freaking me out. We'll have to go through the cemetery. Was ist das? Alter. Don't hurt me. No. Hey, let her go! Hey, you! Stop! Hey! Crap! Also das Schlagen gefällt mir schon mal viel besser, denn es ist... Ah. Ach, das ist, wenn ich an die Wand schlage hier. Ich meine nur, die Nahkampf... Also überhaupt der Nahkampf gefällt mir besser, weil es geht schneller. Finde ich gut. Im ersten Teil war das ziemlich bekloppt. Jerk. Let her go! You're gonna deal with me! We gotta do something! Warum die Taschenlampen her? Oh, ich will's gar nicht. Oh, Leute, ist das hier dunkel? Ich sehe nicht. Ich sehe gerade wirklich so den Kegel des Lichts. Alter Schwede. Ich mache euch das heller, keine Sorge. Oh, oh, oh. Something's coming. Can you feel it? Oh, Mann. Ja, ich kann's fühlen, aber ich weiß nicht, was da kommt. Was atmet ihr auch den Mist ein, diese Sporen? Alter. Oh. Go again. But what's going on?
Ich komme mir vor wie in Silent Hill gerade. Was ist denn hier los? Alter Schweden. Aber diese Dinger an der Wand. Oh. Oh. Leute, ich sehe hier kaum was. Ich traue mich gar nicht zu rennen, aber ich muss mal so ein bisschen hoppeln hier. Oh, was war das? Bin ja schon wieder zurückgesetzt worden, oder? Da war ich da eben schon mal. Warte, ich laufe mal ein bisschen. Lalala. Alter. Where is the other half of me? Hängt sie in der Wand drin? June. I need the other half of me. Das mischt gerade irgendwie alle Genres durcheinander, beziehungsweise kennt ihr, lalala. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber dieser Film, wo sie sich alle auflösen, wenn sie kurz vorm Sterben sind, weil die Geister ihnen die Lebensenergie aussaugen. He desires me, Sven. Oh. They all want me. Oh, hau ab, Sven. Now, Corey, you bastard. Stop, Sven! Just stop! Ach, die Kacke, was für einen Trip sind die denn bitte? Oh, das ist echt ganz schön gruselig, Leute. Oh, ich habe eine Schrotflinte. Warum das? Hä? Wo habe ich die denn her? Warte mal. Ich kann irgendwie noch das Inventar öffnen, oder? Na, geht jetzt nicht. Hä? Wie habe ich die jetzt gewechselt? Wie habe ich gerade die Personen gewechselt? Achso, mit, mit dem rechten Trigger. Okay. Look at me. See how satisfied I am. Oh, pleasure has opened its petals inside my body. Ist das die Helga? A new flower will blossom, and it will be the one that men will not be able to have. What are you saying, Amy? Das ist Amy. Ich nenne die mit den blonden Zöpfen jetzt einfach Helga. Das passt irgendwie gut. Oh, alter Schwede. Oh ja. Ja. Alter. Wo, wie kann ich die anvisieren? Ah, du Kacke. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, hau mich da halt um. Hau mich halt... Du Kacke, wie... May! May! Ja! Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Schmammst du dir den Kopf ab, so nom 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 ist er weg, ja. Das hat geschmeckt. Oh, my head feels like it's gonna explode. Ja? Das musst du auch Drogen nehmen, Mensch, das kommt immer dabei raus. Ist so. Okay, das hatten wir schon. Den Schlagzeuger. Dann bin ich ja wieder hier am Eingang, wo ich rausgekommen bin aus unserer Buchte. Soll ich mal gucken gehen? Lost my keys. May might have them. I better go and see. Oh, mir wird's gerade so ein bisschen schummrig, wie sich hier alles nachzieht. Ich hoffe mal, auf YouTube gibt es keinen Pixelbrei. Nee. Ist blockiert, nur ist schön. Verschlossen. Verschlossen. Wo ist denn May? Tür ist blockiert. Ja, das hatten wir schon. Oh, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Alter Schwede, ich sehe gar nichts. Es ist einfach nur verschwommen. Ach so, hier geht's weiter. Licht. Erstmal ein Bier. Das Gute mit 5%. Oh, that's much better. That's much better. Ah, oh Mann. Die Anwohnerversammlung hat vor kurzem beschlossen, einen Fernseher und eine Spielkonsole für das untere Stockwerk zu kaufen. Trotz der vielen Anfragen werden keine Betten in der Bar aufgestellt werden. Ja. Ich glaube, nach Hause laufen können die auch noch so, oder? Ja, guck mal, alles zugestellt. The way to the exit is blocked. I better find another way out so we can find May. Und schon wird's wieder so richtig lockerlich. Ja, guck mal, was für ein Sauladen das ist. Alter Schwede. Das ist ja ein richtiger... Boah, weiß nicht. Also hier wollte ich nicht studieren oder auf Schule gehen. Mhm. Automat für raffinierten Zucker und schlechten Kaffee. Mhm. Bitte komm wieder zurück, Susi. Ich weiß, es war falsch, aber es war keine Absicht. Ich habe gestern Abend zu viel getrunken und die Lichter im Schlafzimmer waren aus. Ich wusste nicht, dass Ted...
die Nacht in deinem Zimmer verbringen würde. Er hat eine Beschwerde eingereicht. Ich bin so einsam. Vergib mir, Billy. Ja. There's no choice. I have to go that way. Ach so, spring halt mal zwei Stockwerke nach. Oh nee, will er hier rüber springen? Ach so, da hoch. Ich dachte eben, willst du. Oh. Okay. Bist schon ein bisschen wahnsinnig, ne? Yeah, that's what I'm talking about. Aha. Ist schon klar, Kerle. Vermisst. Ich habe meine Freundin beim Gamma-Pi-Abend am Samstag, den 2. März, verloren. Sie ist blond, hat grüne Augen, eine super Figur und trägt eine sportliche schwarze Hornbrille. Aha. Hipster, oder was? Das letzte Mal, als ich sie sah, trug sie einen roten Spitzenbüstenhalter und die dazugehörigen Schlüpfer. Ich liebe sie sehr. Eine Belohnung für die Person, die mir sagen kann, wo sie sich herumtreibt. Alter Schwede. Das ist ja echt... Das sind ja Zustände hier. Wie kann ich eigentlich speichern, frage ich mich gerade. So geht's nicht. Ein gespeichertes Spiel laden, ja. I hope that May is okay. That nightmare was really horrible. Also wenn ich jetzt mal so ein paar Sprüche bringe über die Charaktere, ne? Das ist nicht böse gemeint. Aber das ist ja mal Klischee hoch 10 hier, was da abgefahren wird. Ich meine ja nur. Also, ne? Ist alles nur so ein bisschen ironisch und stichelnd, sarkastisch. Wir möchten die Studenten darüber informieren, dass wir den Stalker, der Strumpfhosen aus dem Zimmer des Studentenheims gestohlen hat, erkannt haben. Es ist Mr. Ward, Soziologieprofessor. Der Perverse wurde ertappt, als wir ihn mit teurer Unterwäsche köderten. Unser Dank geht an alle Schwestern des Campus, die dies ermöglichten. Scheiße. Oh mein Leute, ist das so blöd. Das ist echt blöd. That's why I like living in a student dorm. Aha. Weil die Mädels hier mit Handtüchern, das ist aber alles so Fantasie, glaube ich. Also. Okay, I'll be going then. Tür ist verschlossen. Wie, ich gehe dann mal. Ich gehe dann mal. Die Tür ist blockiert. Get lost, you jerk! Oops, sorry. Oh Mann, ist das Mays Zimmer? Wahrscheinlich, ne? Hoffe ich doch. Oh, it's you. Ah, my head. Here, drink this. It worked for me. We're already late for the Delta Theta Gamma party. Will your sister come with us? Oh, leave her. She's exhausted. Ja. I hope there'll be some cute guys there. Right. What about me then? You're not a guy, Kenny. You're a friend. No comment. We're gonna have a hard time getting in without the twins. They know some guys from the Brotherhood. Unlike us. Don't worry, I'm on it. Okay, also Kenny mischt auch wieder mit. Ist der immer noch da? 2 Jahre später noch? Wahrscheinlich ist er ein paar Mal sitzen geblieben. Ein Kombi, auch bekannt als Schlafzimmer auf Rädern. Das ist das Auto eines Studenten, der großzügige Eltern hat. Ja, ich habe keine Freunde, ich habe reiche Eltern. Das reicht. So. Ah ja, da geht's rein. Warum finden die das immer cool, irgendwo in unbekannten Gebieten, beziehungsweise irgendwo, warte mal, ich geh erst nochmal vorne schauen. Ja, warum finden die das immer cool, irgendwie in so alten Häusern? Das ist doch perfekte Vorlage. Ich weiß nicht. Was war das für ein Grafikfehler? Auf jeden Fall, ne? Guck mal. Ich bin sicher, dass May es hacken kann. Aha. You fancy a drink? I took a leak in the corner earlier. Bah. Okay, also wir sind schon ein bisschen spät und deshalb, guck mal, die Blumen wieder. At last we'll be able to let our hair down. Ja. Verschlossen, die Party ist hier sowieso nicht. Ich hab's mir schon halb gedacht, wir sind zu spät und deswegen kommen wir jetzt gar nicht mehr rein. Na klasse. Na gut, aber Leute, ich werde den ersten Part an dieser Stelle schon mal beenden. Ich würde gerne wissen, wo ich hier speichern kann, das wäre sehr hilfreich. Das macht es auch ein bisschen einfacher, wenn ich die Parts beenden möchte. Naja, wie dem auch sei, neues Projekt. Ich würde mich sehr auf eure Unterstützung in Form von Kommentaren und Bewertungen freuen. Gebt mir gerne ein Like, heißt das. Schreibt mir eure Gedanken nieder. Ist schon bekloppt. Guck mal, wie sie herumrennt und es ist offensichtlich kalt. Nicht, was ihr jetzt denkt, man sieht den Atem. Aber gut, wir sehen uns wieder, Leute, wenn es wieder heißt Obscure Teil 2.